just to see if you cross again. Können Sie sich noch an diese Straßenbahn erinnern? Oder sind Sie vielleicht in Ihrer Kindheit mit der alten Vierer gefahren? Innsbruck ist schon vor über 100 Jahren mit dem öffentlichen Personennahverkehr mit der Zeit gegangen. Bereits 1905 fahren die ersten Straßenbahnen von Innsbruck nach Sacken. Gleich nach der Kriegszeit, vor genau 75 Jahren, werden die Innsbrucker Verkehrsbetriebe in einer Zeit des Wiederaufbaus gegründet. Das war dann auch die größte Herausforderung, eigentlich die wachsende Stadt, den zunehmenden Tourismus in der Stadt, so eine Dienstleistung mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzubieten, dass es wirklich modernen Zeiten entspricht und auch ausbaufähig ist. Eine Zeit lang haben wir ja versucht, wirklich aus Beständen anderer Verkehrsunternehmen Wagenmaterial dann auch herzubringen. Das hat man schon als sehr modern empfunden, aber das war natürlich auf Sicht heute nicht mehr die Lösung dann für die Zukunft. Und darum sind wir ganz happy eigentlich auch, dass wir ja nach 75 Jahren wirklich die Möglichkeit haben, in der Stadt auch gescheiten, modern ausgebauten Nahverkehr anzubieten, Systeme auszubauen und das Ganze wirklich immer weiterzuentwickeln. Zum 75-jährigen Jubiläum der Innsbrucker Verkehrsbetriebe geht es mit den historischen Straßenbahnen der Tiroler Museumsbahnen durch die Innsbrucker Innenstadt. Bei der Stadtrundfahrt erinnern sich viele Besucher an die alten Zeiten zurück. Ich kann mich gerne erinnern, es war eine schöne Zeit. Dritte und vierte Klasse Volksschule, erste, zweite Klasse Gymnasium, haben wir auf der Hungerburg gewohnt. Damals die offenen Wagen, oft bei minus 30 Grad im Winter herunter und wieder rauf und dann zuerst in die Müllerstraße und dann in die Museumstraße bzw. Angerzellgasse. Es waren schöne Kindheitserinnerungen und es hat eigentlich nie Probleme gegeben, auch mit der Hungerburgbahn nicht. Und es hat immer Freude gemacht. In der Früh wie ein lebender Wecker. Man hat gehört, die Straßenbahn vorbeifahren und dann hat man gar keinen Wecker gebraucht. Und es war so ein angenehmes, gemütliches Geräusch. Richtig erfreulich. Gestern Abend haben wir uns schon gefreut, dieses bestimmte vorbeifahrende Geräusch von diesen Oldtimer-Straßenbahnen. Richtig erfreulich, dass die so gut gewartet werden und dass es das immer noch gibt. Meine Erinnerungen sind etwas später. Und zwar 1955, 56. Wir haben in der Fischerstraße gewohnt und ich habe dann Lernen angefangen in der Theresienstraße. Da war keine Verbindung noch, beziehungsweise wir haben nicht das Geld gehabt. Da bin ich dann hinuntergelaufen und bin dann 56 das erste Mal mit der Straßenbahn gefahren. Im Jubiläumsjahr möchte die IVB aber nicht nur zurück in die Vergangenheit blicken, sondern auch zukünftige Projekte weiter vorantreiben. Nächstes Jahr soll die Baustelle bei der Kranibiter Allee und in den Peerhöfen fertiggestellt werden. Auch der Bau der Brücke über den Inn für den neuen Teil der Regionalbahn im Olympischen Dorf soll noch heuer gestartet werden. Denn auch heute wird immer noch verstärkt auf Straßenbahnen im öffentlichen Verkehr gesetzt. Straßenbahnen haben mehr Kapazität, sie haben die Chance, in einigen Abschnitten auch eigene Streckenabschnitte zu bekommen. Kranibiter Allee ist jüngstes Beispiel. Da hatten wir vor ein paar Tagen großen Stau in der Stadt, alles hat gestanden und wir haben schon Mails bekommen von Fahrgästen, weil die Busse schon über diese eigene Trasse rollen. Die haben natürlich sehr genossen, am Stau vorbeifahren zu können. Und da sieht man, welchen Wert sowas hat. Das heißt, wir können wirklich ein Rückgrat der Mobilität anbieten. Und Voraussetzung dafür ist in Wahrheit auch die Straßenbahn mit vielen eigenen Fahrwegen und auch großer Kapazität. Deshalb baut die IVB das Straßenbahnnetz auch in der Zukunft immer weiter aus. 2020 soll dann das Projekt der Regionalbahn abgeschlossen sein. In Innsbruck gibt es dann eine durchgehende Ost-West-Verbindung.